Hallo, ihr Lieben. Mein Gott, kennt ihr das, wenn ihr was macht, dass dann alle auf einmal kommen? So war es gerade. Ich habe gerade angefangen zu quatschen, bla bla bla. Postbote kommt, ich wusste, aha, der hat eine Briefsendung dabei. Herr Amazon kommt, der hat auch was für mich. Ja, dann habe ich jetzt, drei Sachen habe ich schon ausgepackt. Und wisst ihr woraus? Aus einem Tauschpaket für mich. Und zwar von der lieben Nadine. Ich habe ja zwei ganz tolle Nadines, die mir total ans Herz gewachsen sind. Einmal die liebe Nadine aus der Facebook-Gruppe und dann die liebe Nadine aus der Trashy-Gruppe. Und die Nadine aus der Trashy-Gruppe, die hat mir jetzt dieses wundervolle Paket geschickt. Weil wir haben schon mal getauscht und auch ich habe ihr ein Tauschpaket geschickt. Das werde ich hier unten verlinken, das könnt ihr euch angucken. Das hat sie letzte Woche schon veröffentlicht. Und genau, ja. Boah, ich bin jetzt gerade so ein bisschen durcheinander hier. Erstmal Prost. Auf jeden Fall verlinke ich das Video von ihr hier unten in der Infobox. Und ich zeige euch nochmal, was ich schon ausgepackt habe, bevor hier der Klingelsturm kam. Genau. Also, erstmal meine Lieblingssüßigkeiten. Einmal Kinder Country. Das liebe ich ja ohne Ende. Aber mittlerweile flacht das langsam ab. Ich habe eine Zeit lang habe ich das echt viel gegessen. Und naja, so viel Schokolade, ihr wisst, ist nicht gut, ne? Erstmal wegen den Kalorien und zweitens, naja, am anderen Ende. Ja, und jetzt habe ich also mich da eigentlich schon so ein bisschen satt dran gegessen. Aber sie hat mir noch anderes von Ferrero geschickt. Ganz lecker und auch noch eine Doppelpackung. Also die werde ich definitiv teilen. Aber das wird ja nicht schlecht, ne? Das kann man essen und das wird einige Zeit leben. Trinke ich mal einen Schluck. Dann wollte ich euch noch erzählen, ich war in den letzten 2 Tagen, weil da hatte ich mal ein bisschen Leerlauf, da war nicht so viel Lind. War ich bei 2 lieben Freundinnen, die beide einen Hund haben. Und wir waren dann spazieren, Wetter war ja super. Und ich hatte beide Tage, gestern und auch heute, jedes Mal einen Hund im Status. Und dann alle gefragt, wer ist denn das, wer ist denn das? Und meine Cousine schreibt heute, sag mal, arbeitest du im Tierheim? Ich habe ja nur Katzen, ne? Da habe ich gesagt, nö, ich war halt mit, wir waren spazieren und haben was schöne Fotos gemacht. Ja, und deswegen, da haben dann alle gedacht, hä, was hat denn die Ella mit dem Hund, ne? Obwohl, ich hätte gerne einen Hund, aber mir fehlt die Zeit und die Katzen, ne? Meine beiden, gut, meine Mama-Katze, die Luna, die hätte da, glaube ich, kein Problem mit. Aber die Tochter, die Romy, die hätte Schiss, ne? Naja, machen wir weiter. Dann hatte ich ein ganz tolles Deo drin, das habe ich schon gerochen. Jetzt riecht es noch ein bisschen intensiver als vorhin. Das ist das Pink Blossom. Das ist ein bisschen rosig und riecht noch ein bisschen nach einer anderen Blüte. Aber auch so ein bisschen leichter Alien-Parfümschlag ist da mit drin. Nicht dominant, aber riecht super gut. Sehr schön. Dankeschön schon mal. Dann machen wir mal gleich weiter. Ach so, genau. Und besucht mal den YouTube-Kanal von der lieben Nadine, weil. Ich weiß, sie hat ihre Lidschattensammlung abgedreht. Und das ist nicht gerade wenig. Die ist nämlich eine richtig süchtige. Und ja, die hat den Platz. Die hat eine tolle Sammlung. Da könnt ihr echt mal gucken. Die hat tolle Sachen. Und ich bin gespannt. Naja. So, dann haben wir was von Douglas Hair. Das ist ein Conditioner. Voluminizing Leave-In Conditioner. Ginger und Aloe Vera. Wow, das hört sich ja gut an. Also ich brauche ja nicht unbedingt Conditioner, weil ich ja sehr feine und weiche Haare habe. Aber ich könnte mal gucken. Ich kann ja mal einmal so einen Sprüher ausprobieren fürs ganze Haar. Ich probiere mal, wie das. Ich finde das ja toll. Ja, da kommt das raus. Huch. Schöner Sprühstrahl. Oh, das riecht aber stark. Wonach riecht das? Ginger und Aloe Vera. Riecht nicht schlecht. Ja, müsste man mal ausprobieren, aber ansonsten gebe ich das meiner Tochter. Die hat ja ganz, ganz lange Haare. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Weil die nimmt Conditioner, die duscht jeden Tag und wäscht sich fast jeden Tag die Haare. Da gehen natürlich Unmengen an Shampoo und Conditioner. Shampoo habe ich ohne Ende da. Da habe ich bestimmt 25 Packungen auf Vorrat. Aber Conditioner komischerweise nicht, weil den kaufe ich nicht so oft. Deswegen, sowas kann man super gebrauchen, auf jeden Fall. Oh nein, da ist noch was Schönes. Orangenschale und Gujaholz von Airwick. Eine Kerze. Kerzenzeit ist bei uns ausgebrochen. Oh, das ist ja mal ein ganz anderer Duft.
Gurkenschale, Gujaholz. Riecht nicht schlecht, muss man mal gucken, wie es angebrannt, also angezündet riecht. Ja, also müsste ich testen. Also wenn er mir nicht gefällt, dann gefällt er meiner Tochter, weil wir haben nämlich völlig unterschiedliche Geschmäcker. Aber ich freue mich auf jeden Fall über Kerzen. Wir haben auch gestern mit meinem Sohn, der ist gerade in Amerika, haben wir geskyped oder gefacetimed oder gewhatsappt. Ja, dann hat er schon gezeigt, er war schon bei Bath & Body Works, hat mir schon 2 Kerzen mitgebracht. Und ich habe ihm gesagt, du, unter 3 Kerzen kommst du nicht nach Hause, mein Sohn. Ja, aber gut, die waren ja auch, die werden da shoppen. Ne? Tolle Kerze, Dankeschön, weil Airwick ist eine tolle Marke, definitiv. Weiter geht's. Das Paket ist übrigens super schwer und groß. Wow, von M. Asam, Kollagenlift, Körpercreme. So ein großes Teil, wow. Das ist ja riesengroß. Könnte ich mir mal an meinem Bett stehen, Bett stellen. Oh, die riecht aber lecker. Die riecht nicht so ganz stark parfümiert. Ich werde mir mal einmal so ein bisschen drauf machen. Und jetzt auf der Hand riecht sie jetzt ein bisschen schwächer. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Hört sich sehr gut an. Dankeschön. So was Tolles. Huch, was haben wir denn hier? Oh, da ist was kaputt gegangen. Oh nee, das ist so. Das ist kaputt gegangen. Edda erkennt wieder nicht, dass das so sein muss. Typisch Edda. Ich glaube, das ist für Wattpads. Kann das sein? Ja, ne? Aber man könnte doch auch rein theoretisch, wenn man so passende Puder-Dinge hat und mehrere hat, könnte man die da auch da reinlegen, ne? Aber ich schätze mal, das ist große Wattepads. Jetzt habe ich leider in meinem Badezimmer keinen Platz dafür. Ich frage mal, ob meine Tochter das gebrauchen kann. Aber die hat auch keinen Platz auf ihrem Schreibtisch, weil die hat ihre Sachen bei sich auf dem Schreibtisch. Die räumt es schon immer noch in so eine große Tasche oder in so einen großen Beutel und räumt das weg. Ich muss mal gucken, ansonsten muss ich das leider weitergeben. Weil wäre ja schade, wenn sowas im Schrank rumsteht, ne? Ich schau mal, aber eine gute Idee, sehr, sehr schön. Impuls, auch wieder mein alter Arbeitgeber, Unilever. Das ist übrigens das Unilever O. Da hatte ich einen riesengroßen Aufkleber von auf meinem Firmenwagen. War eine schöne Zeit, denke ich auch immer wieder gerne zurück. Ich treffe auch immer noch andere Arbeitskollegen, dann wird da sofort wieder gequatscht. Die sind auch teilweise alle gewechselt woanders hin. Wenn ich dann für Lind unterwegs bin, dann sind die auch in den Märkten und quatschen immer. Oh, das ist lecker. Very Pink, das kenne ich gar nicht. Es gibt dieses Vanilla. Das mag meine Tochter auch gerne. Very Pink ist so ein bisschen rosig, ne? Bin ja nicht so der Rosenfreund, weil das riecht gar nicht nach Rose, aber das riecht nach Rose. Rose und wonach noch? Eigentlich nicht schlecht, aber da muss ich echt mal gucken, wie sich das auf der Haut verhält. Da werde ich auf jeden Fall benutzen. Und wenn ich es nicht für die unter die Arme benutze, dann nehme ich das auch mal zwischendurch als Raumspray oder so. Ne? Warum nicht? Das nehme ich auch manchmal, wenn ich Parfüm habe, was ich so satt gerochen habe, was ich nicht mehr, also natürlich kein Parfüm für 100 Euro, aber es gibt ja so günstigere Parfüms, ne? Sprühe ich das auch mal so, gehe ich einmal quer durch die Wohnung und sprühe, warum nicht? Mein Gott. Besser als vergammeln lassen, ne? Uiuiuiui, ganz viele tolle Sachen noch. Ui, das kenne ich noch gar nicht. Und zwar von Balea, ein Cremeöl Body Lotion. Für trockene, beanspruchte Haut. 40% Ölanteil. Da habe ich ja schon diesen Riesenklopper von M. Asam. Cremeöl Body Lotion. Damit war ich hier Intensivpflege. Da rieche ich jetzt erstmal noch nichts. Da will ich jetzt nicht losschrauben. Oh, riecht aber gut. Das werde ich auf jeden Fall auch mal testen, weil Mandelöl und so ist wunderbar. Genau, mit Mandelöl und Marolanussöl. Marolanussduft. Das wird definitiv ausprobiert. Dankeschön. Wunderbar. Dann haben wir eine Cremedusche. Positive Mind. Take time to make your soul happy. Yes, I do it. I make my soul happy.
Oh, das riecht aber stark. Aber gar nicht mal so übel. Wonach riecht das denn? Mit verwöhnendem Duft. Ich muss meine Brille rausholen, Leute. Aber schon sehr gut. Auch Brille müsste ich auch mal wieder putzen. Steht jetzt gar nicht drauf, mit was für einem Duft. Auf jeden Fall Blütenduft. Kein Dings drauf, was das ist. Okay, dann werden wir das mal unter der Dusche testen. Dankeschön. Ich muss mal eben meine Brille putzen und sehe ich alles hier im Schleier. So, weiter geht's. Oh, das macht immer so viel Spaß. Das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal, habe ich davor gestanden, habe überlegt, ob ich mir das kaufe oder nicht, weil ich den Duft unheimlich gerne mag. Und zwar ist es ein Peeling. Leider bin ich gar kein Peeling-Typ, aber man kann sich auch mit Peeling sehr gut mal die Hände waschen. Ich mag dieses kratzige Gefühl auf der Haut leider nicht. Der Duft ist super. Ja, da muss ich mal gucken, ob das vielleicht auch meine Tochter verwendet oder ob ich es zum Händewaschen nehme. Also der Duft ist toll. Wenn davon irgendwie mal was Cremiges wäre, wäre nicht schlecht. Aber, oder ich muss mir mal angewöhnen, mein Gesicht mal zu peelen, aber irgendwie bin ich zu faul. Ich mag das irgendwie nicht, dieses Kratzige. Komisch, ne? Man ist schon ein bisschen komisch manchmal, ne? Aber ich werde es mal aufbewahren. Vielleicht werde ich es doch mal verwenden. Ansonsten wird es auch irgendwann mal weiter wandern. Aber der Duft ist toll, ne? Da kommen wir, bleiben wir gleich beim Duft. Und zwar ist das Adidas Fruity Rhythm Body for Girls. Das kenne ich nicht. Obwohl von Adidas kenne ich einige Düfte. Ich habe früher mal einen Coty mitarbeitet. Ist das auch Coty? Ist das Coty? Ich glaube, das ist gar nicht Coty. Da gibt es ja einmal Mora und Wirtz. Und ich sag, man kann das nicht lesen. Bin ich eben so blind? Oh Mann, egal. Ich hätte mir mal so ein Tuch hier hinlegen müssen. Ich sprühe das mal hier in meine Jacke. Dann bin ich gleich wieder Weihnachtsmann. Wo ist jetzt hier Sprühloch? Sehe ich auch nicht mehr. Mein Gott, Kind. Ja. Ein frischer, fruchtiger Duft. Aber ich muss sagen, diese Coty-Düfte, die riechen alle ein bisschen ähnlich. Wie gesagt, ich habe damals von dem Coty-Menschen ein paar geschenkt bekommen von diesen Düften und habe dann eine Zeit lang auch nur solche benutzt. Das waren ja alles so Tester, ne? Halb voll, dreiviertel voll und so weiter. Und irgendwann habe ich mich an all diesen Düften, weil die sind immer so ein bisschen ähnlich. Gibt welche, die riechen doch anders, aber diese Grund-Herznote ist teilweise gleich. Und die Haltbarkeit ist ja bei solchen Düften leider auch nicht so gut. Ist ja klar, wenn man sowas aufträgt, das macht man ja jetzt nicht wie so ein High-End-Duft, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ja, das ist so ein Wochenduft, finde ich, so am Alltag, im Alltag. Sommerduft, finde ich. Also nicht schwer. Schön leicht und ja, der geht wohl. Den werde ich mal im Moment verwende ich drei Düfte. Dann wird der erstmal ein bisschen auf Halde kommen, auf Pause und dann mal gucken, im nächsten Frühjahr, da kann der mal zur Anwendung kommen. Ne? Oh, was haben wir denn hier? Wow. Ach, guck mal, da ist sogar der Deckel hier vorne. Guck mal, wie schön, das ist doch wunderschön. Kann man denn nicht noch was anderes reintun? Könnt ihr mir mal helfen, ein bisschen Brainstorming? Was kann ich denn dann noch reintun? Ich meine, in der Küche, aber was tue ich denn dann da rein? Ihr seid doch so schlau, helft mir mal. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich da noch reintun kann. Weil eigentlich zu schade, um abzugeben, ne? Mann, freue ich mich auch drüber. Das finde ich auch gut. Von Garnier Fructis, ein Herfurt. Definierendes Kakaobutter Herfurt. Wow. 97% natürliche Inhaltsstoffe. Wow. Oh, der Duft ist so geil. Boah. Warum gibt es davon kein Parfüm? So nussig. Also die Nussnote kommt total raus. Erinnert mich. Ich komme jetzt nicht drauf.
Oh, lecker. Da ist immer, wenn man sowas Schokoladiges, Nussiges, Kakaomäßiges riecht, da kommt im Abgang so eine Note. Die ist ein bisschen so Bakery-Duft. Wisst ihr, was ich meine? So Cookie-like. Aber erst im Abgang. Also hier vor im Vordergrund steht Kakao und Nuss, finde ich. Ist das überhaupt Nuss? Kakao, aber riecht nussig. Und dann, wenn man so tiefer riecht, kommt dieser Bakery-Duft. Oh, lecker. Boah, ich muss da deine Haare schmieren oder am Körper. Gibt es davon keine Body-Butter? Die würde ich feiern. Also riecht mal unbedingt da dran. So, so lecker. Hammer, hammer geil. Da ist eine Maske für sehr trockenes und lockiges Haar. Werde ich mal ausprobieren. Werde ich mir nicht auf die Spitze, auf den Ansatz machen, nur gerade rein. Aber die muss ich testen, egal was meine Haare dazu sagen. Hammer. Habe ich noch nie dran gerochen. Wow. Und hier haben wir von Biokura Curl Control. Wow. Definierte Locken. Das ist geil. Das werde ich mal ausprobieren. Ich mache mir da eigentlich mal so ein bisschen Gel rein von meinem Mann. So sieht das aus. Dann machen wir den Deckel wieder drauf. Schon mal sehr gut. Riecht auch ganz gut. Aber ich habe jetzt mal noch diesen Bakery-Duft drin. Oh, das riecht aber gut, ja. Am besten macht man das, wenn man die Haare. Am besten, ja, guck mal. So gar nicht schlecht. Also, bis die Haare müssen auch noch so ein bisschen Feuchtigkeit haben. Die sind jetzt durch die Luft so ein bisschen. Na, also, am besten immer so ein bisschen. Gibt ja auch so feuchte. Ja, sag mal, deswegen komme ich mit Gel eigentlich ganz gut klar, weil das klebt dann so ein bisschen. Aber so ein Lockendings, wenn die dann frisch gewaschen sind und so, dann kann man mal so ein bisschen kneten. Nicht schlecht, fühlt sich gut an, definitiv. Boah, Leute, mir ist warm. Puh. Muss ich mich mal ausziehen hier. Also nur mein. Boah. So, dann haben wir hier ein O von Aqua Colonia. Ein Schauergel und zwar ist das Lime and Nutmeg. Die sind ja auch schön, ne? Die Aqua Colonia Sachen. Da habe ich auch schon mal ein Parfüm von gehabt oder mehrere Parfüms sogar. Auch nicht schlecht. Schön frisch. Schön erfrischend. Ich glaube, wenn man das so mal morgens oder so nimmt, dann wird man wach. Wunderbar. Gefällt mir. Definitiv. Dankeschön. Hier wird es immer voller. Mein Gott. Super gut. Oje, oje. Hier wird es voll. Oh, guck mal. Von BH Cosmetic eine schöne Tasche. Ich packe ja auch gerne mal alles in Taschen, weil mittlerweile habe ich echt viele. Und da sind ja auch welche bei, die nicht ganz so. Die gefallen mir auch, aber die würde ich abgeben. Dann so bleibt das in meinem Lauf alles. Aber die ist sehr schön. Oh, ja. Ich guck mal, ihr Lieben, was sie da mir reingepackt hat, die liebe Nadine. So langsam habe ich wirklich, habe ich ganz, ganz viele davon. Und zwar einmal von Balea. Die sind sehr gut, obwohl die mir manchmal ein bisschen zu dick sind und die knubbeln manchmal so komisch. Weiß nicht, ob ich da hier vielleicht ein bisschen so erhaben bin, dass sich das so komisch knubbelt. Ich weiß nicht. Aber die sind gut, ne? Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Da freue ich mich drauf. Da hat sie mir auch mehrere davon reingepackt. Freue ich mich sehr. Die kenne ich auch noch nicht. Koffein, die werde ich morgens mal drauf machen. Morgens, ich muss euch mal was erzählen. Ich bin heute Morgen, war ich ja mit meiner Freundin verabredet zum Frühstücken. Und dann bin ich heute Morgen aufgestanden um 5:30, habe meine Tochter geweckt, meinen Mann geweckt und so weiter. Dann waren die aus dem Haus und habe ich mir gedacht, was macht's jetzt? War dann so 6:45. Schläfst du noch mal eine Stunde, weil wir waren so 9:30 verabredet. Ja, lieber nicht, doch, nein, ja, und zack, bin ich eingeschlafen. Bin 8:45 wach geworden. Oh nein, ne? Völlig zerknubbelt und zerknautscht. Da ist meine Freundin geschrieben, ich komme ein bisschen später, ne? Schnell angezogen, ein bisschen frisch gemacht und ich habe aber diese komischen Falten nicht weggekriegt. Ich war bestimmt noch 2 Stunden verknautscht. Meine Freundin macht mir die Tür auf und sagt, was hast du denn gemacht? Ich habe nur geschlafen. Der hat sich kaputt gelacht. Ich habe natürlich noch Creme drauf gemacht und ein bisschen BB-Cream, ne? Und ein bisschen hier Kajal und da, damit ich ganz so verlollet aussehe. Ja, und dann war ich
Viertel vor 10 war ich dann bei ihr. Boah, war ich fertig. Aber dann gab es ja schon Kaffee und Brötchen und war alles wieder gut. Aber das war wirklich 2 Stunden verknuddelt. Ich werde alt. Ich werde bald ein halbes Jahrhundert alt. Ich bin so alt. Aber die Dinger, die helfen mir ganz gut, wenigstens teilweise mal frisch auszusehen. Wunderbar. Kenne ich auch noch nicht. Da freue ich mich richtig drauf. Tuchmasken sind auch immer gut. Die kenne ich auch noch nicht. Die kenne ich. Die riecht sehr gut. Die Balea-Masken sind auch immer sehr, sehr, sehr feucht. Das trieft immer so. Dann immer nur den Hals und Dekolleté mit. Das ist gut. Das kenne ich auch noch nicht. Das werde ich auch mal ausprobieren. Die kenne ich und da mag ich den Duft leider nicht so. Ich bin ja absoluter Kokos-Victim, aber der Duft gefällt mir leider überhaupt nicht. Die werde ich weitergeben müssen, weil die werde ich nicht benutzen. Oder mein Mann oder meine Tochter. Weil ich habe im Badezimmer so ein kleines Schälchen und da habe ich alle meine Masken drin. Die sind dann vorne, die großen sind dahinter. Ja, und da darf sich dann jeder bedienen. Ne? Ach guck mal, da ist sogar noch ein kleines Nöppelchen drin. Ob das da drin geblieben ist oder ob es so gewollt war, weiß ich nicht. Aber Dankeschön. Auf jeden Fall super gut die Masken. Also ich muss sagen, jeden zweiten Tag benutze ich so eine Maske. Da habe ich mich jetzt dran gewöhnt und das schwellt ja wirklich super ab. Ne? Brauche man eine Maske, wenn ich so verknittert aussehe? Dann könnte man auch eine Tuchmaske machen, aber da muss ja Zeit haben und dass da nicht gerade jemand kommt. Ne? Ich meine, mein Postbote, dem wäre das scheißegal, aber trotzdem. Ne? Oh, wie nice! What that? Eine kleine Kiste. Die kann ich gut brauchen für meinen Schmuck nachher. Ach, wie süß. Ach, oh. Schaut mal. Ist das nicht knuddelig? Was haben wir denn hier? Micellen Augen-Make-up-Entferner-Pads. Wow, die sind bestimmt gut. Ich habe nur so ganz normale mal gehabt. Die werde ich definitiv mal ausprobieren. Für wasserfestes Make-up. Wasserfestes nehme ich eigentlich nicht. Nö. Aber werde ich trotzdem mal ausprobieren. Ölhaltig. Wir sind bestimmt schön sanft, ne? Was haben wir denn hier? Was ist das denn für ein süßes Möpschen? Ein süßes Möpschen. Riecht gar nicht. Das ist so ein Lipgloss. Riecht nicht. Ich komme da leider nicht rein. Schau mal, das ist meine Misere. Ich komme da nicht rein. Wenn, müsste ich mit dem Finger, und dann habe ich das unter dem Fingernagel hängen. Kann ich leider nicht benutzen. Entweder stelle ich mir den zur Deko hin oder der geht weiter. Das ist ja süß, ne? Aber das ist das Leid der Fingernagelmenschen. Ja, tut mir leid. Ich muss mal gucken. Aber da freut sich bestimmt jemand anders drüber. Von Elf haben wir hier einen. Der ist so ein bisschen schief drauf. Wahrscheinlich verrutscht. Oh, das ist ein schöner Kompaktpuder. Eine schöne Farbe. Also Kompaktpuder muss ich... Oh, was ist das denn? Hilfe, fällt raus. Ach, da ist noch ein Dach, da ist noch ein... Nee, ja, da ist noch so ein Ding unten drunter. Wow, das ist so toll. Ja, die Farbe passt ganz gut. Also von der Haut her, die wird auf jeden Fall gut passen. Die ist schön. Die werde ich definitiv ausprobieren. Auf der Nase fängt es an zu laufen. Oh, da ist doch noch ein Partner. Ach, schade. Da ist schon mal ein bisschen... Gut, ich könnte jetzt mit dem Pinsel da reingehen. Der ist schon mal so ein bisschen raus. Rausgebrochen oder warm geworden. Oder riecht auch nicht. Also da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Oder ob ich den mal benutze mit so einem Pinsel. Mal gucken, das werde ich mir mal noch überlegen. Oh, die sind so süß. Blütezeit, eine Handcreme. Wunderbar. Blütezeit ist ja, glaube ich, auch irgendwie von Real oder so. Oder von irgendeiner Firma. Von Rewe, Edeka. Die riecht jetzt gar nicht so stark. Aber muss auch gar nicht. Obwohl jetzt zur Weihnachtszeit bin ich jetzt wieder voll auf dem Cookie-Duft-Trip. Weil die ganzen Kerzen von Bath & Body Works, die riechen ja immer so Strawberry Cheesecake, Cookie-Duft. Und im Moment bin ich da wieder voll drauf. Mario Badescu, das habe ich auch schon zweimal. Habe ich noch nicht benutzt, aber ich glaube, das werde ich nicht benutzen. Das werde ich weitergeben.
Weil ich gesagt, ich habe da zwei Stück von. Einen habe ich, glaube ich, mal verschenkt. Einen habe ich noch. Ich benutze die nicht, weil irgendwie ist das so zum Benutzen so kleine Größe und zum Mitnehmen. Ich benutze keinen Toner, nicht wirklich. Das wird vielleicht auch weiter wandern, ne? Aber wie gesagt, ist ja kein Problem. Es ist ja noch eine Handcreme von Alterra. Ja, Handcreme ist im Winter ja jetzt wieder echt aktuell. Sehr trockene Haut. Die mache ich mal hier. Oh nee, die riecht gar nicht gut. Sorry, aber ich bin ja ehrlich. Oh, die stinkt ja richtig. Oder die ist gekippt. Nee, was stimmt mit der nicht? Die riecht nach ganz schlimm. Das tut mir jetzt sehr leid, weil wonach soll die denn. Nee, also die riecht nicht nach Granatapfelkerne, ne? Das tut mir sehr leid. 12.22, also gekippt ist sie noch nicht. Aber irgendwas stimmt mit der nicht. Also die riecht leider so wie gekippte, oder riechen die immer so? Nee, da stimmt was nicht mit. Nee, riecht richtig ranzig. Also wenn du die neu gekauft hast, dann würde ich die auf jeden Fall umtauschen. Ich meine, gut, die kostet jetzt nicht die Welt, aber das muss ja in Ordnung sein. Oder die riecht immer so. Aber die riecht nach gar nichts. Die riecht ranzig. Die riecht schlecht, ne? Ich werde mal gucken, wenn ich nächstes Mal beim Rossmann bin, werde ich die mal schnuppern, ob die wirklich so riecht oder nicht. Und werde ich Rossmann mal anschreiben, das kann ja nicht sein. Boah, nee, tut mir leid, das kann man echt nicht, kann nicht beschreiben. Ich meine, da kann die Nadine ja nichts für. Das ist ja wahrscheinlich wieder irgendwo, ist ja noch nicht mal abgelaufen. Ich meine, wenn sie jetzt ein Jahr abgelaufen wäre, würde ich es verstehen, so riecht es auch leider. Und gut, ist Naturkosmetik, die kann auch mal kippen, wenn die warm wird und dann wieder kalt. Ruckzuck zersetzen sich die Bestandteile der Creme und dann riechen die so gekippt. Habt ihr schon mal Parfüm gerochen, was gekippt ist? So richtig. Leider, ne? Also ich werde es mal eine Seite tun. Aber warum soll ich jetzt erzählen, die riecht gut und es stimmt nicht? Das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Weil vielleicht ist da wirklich was nicht in Ordnung und geht auch mal beim Rossmann und riecht mal die reichhaltige Handcreme mit Bio-Granatapfel und Shea-Butter. Riecht mal dran, wie die riecht. Wenn die komisch riecht, dann riecht die immer komisch. Aua. Aber wie gesagt, das ist ja schade, ne? Weil die Nadine, die hat das alles so liebevoll ausgesucht und dann ist das dann nichts, ne? Das habe ich noch im Badezimmer stehen, aber mag ich sehr, sehr gerne. Das ist der Angel-Duft und I like it. Der riecht super. Also Deos sind super gut. Die kann ich sehr gut gebrauchen, alle drei, die ich jetzt mittlerweile habe. Drei waren das doch, ne? Waren noch drei, oder? Ich meine, das waren drei. Ja. Ich habe schon weggepackt wieder. Ach, guck mal, hat sie mir wieder zurückgeschickt. Die habe ich ihr eigentlich geschickt. Aber hat sie wohl zurückgeschickt. Aber ich mag die trotzdem gerne. Finde ich, freue ich mich auch, dass sie wieder zurückgekommen ist. Oh, da haben wir ein Parfümchen drin. Und wie bist du denn bekloppt? Bist du verrückt? Bist du verrückt? La Vie Belle? Das ist im Moment das absolute Lieblingsparfüm meiner Tochter. Ich habe sämtliche La Vie Belle Parfüms meiner Tochter gegeben. Aber das gebe ich nicht ab. Das riecht so gut. Boah, ich rieche wie in meiner Parfümerie. Wenn ich gleich meine Tochter sehe, dann sagt die, oh, es riecht so gut. Oh ja. So riecht es auch in meinem Zimmer von meiner Tochter, weil die, wie gesagt, die benutzt die Parfümminiaturen. Also wenn ich das in meinem Badezimmer stelle, da wollte ich sowieso neu dekorieren, dann ist es schnell leer, weil ich weiß, da geht jeder dran. Ist ja auch der Sinn der Sache, ne? Aber ich mag den Duft auch total gerne. Nur die Miniaturen benutze ich nicht gerne, komischerweise, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das habe ich mal so erwähnt. Oh, Nadine, danke. Das ist so teuer. Ich hoffe, du magst die nicht mehr, dass du ihn mir gibst. Oh Mann, du bist verrückt. Oh, der ist traumhaft, der Duft. Traumhaft. Oh. Danke, danke. Noch eine Packung und noch eine Packung von KLM. Was haben wir denn hier noch? Was hat das zu bedeuten? Liebesbrief? Ich glaube, da steht meine Adresse drauf, deswegen. Hier haben wir noch ein Täschchen von KLM.
Oh, die kenne ich noch gar nicht. Eine Zeit lang habe ich die gesammelt, weil die finde ich so niedlich. Und die habe ich noch nicht. Life is a Fairy Tale. Ups, ich kann nicht open. Jetzt gibt es ja auch schon wieder neue, aber ich sehe, da sind noch mehr drin. Oh, das riecht aber lecker. Ist ja wieder die gleiche LE, ne? Oh, lecker, 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 lecker. Die sammle ich jetzt mal. Weil ich werde jetzt meine Lush-Parfüms verkaufen und werde mal gucken, diese kleinen Döschen dann in mein Schlafzimmer, in meinen. Ich habe da so ein Holzherd und da kann man was reinstellen. Da werde ich vielleicht mal reinstellen. Dann haben wir noch eine. You are my other half. Auch ein sehr schöner Duft, auch sehr kokos-like. Oh, ich rieche gar nichts mehr, Leute. Ich rieche jetzt im Moment nur Lavier Bell. Ja. So ganz leicht Kokos, angenehm, super angenehm. Die sind doch beide so niedlich. Auch die Farbgebung ist ja wohl so toll. Wunderschön. Wunderschön. Dann haben wir von NYX Stay Matte But Not Platt. Eine Foundation von NYX. Ich glaube, das könnte passen. Und ganz vorsichtig mal ausprobieren. Oh, die ist ein bisschen hell. Da, ne, ist leider ein bisschen hell für mich. Gut, jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen Farbe, weil ich ja oft auch draußen war im Sommer, ne, so ein bisschen. Jetzt war ja auch wieder warm, habe ich auch noch ein bisschen Farbe bekommen. Also ein bisschen braun bin ich, ne? Also ich denke mal, wenn das nachher weg ist, dieses Braune und dann im Gesicht. Ich muss mal ausprobieren im Gesicht. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann haben wir Nagellack. Ja, Nagellack, da kann ich ja leider gar nichts mit anfangen. Der wird leider weiter wandern, weil ich ja eben jetzt nur noch zur Parfümtante, wollte ich sagen, zur Nageltante gehe, weil ich einfach mich jetzt so dran gewöhnt habe. Und ist schön, dass der nicht abgeht, weil mir geht der so schnell ab. Und dann meine Fummelei mit Lind und mit Aus- und Einpacken, dann habe ich einmal drauf und 5 Minuten später ist der weg. Ne? Kaleido Kosmetik. Ein schönes Braun. Braun-Gold ist das, ne? Jetzt gucken wir mal eben die Pigmentierung an. Die ist gar nicht mal so schlecht. Oh ja, der ist gut pigmentiert. Der sieht gut aus. Den werde ich mal eine Weite tun. Und noch eine Foundation. Oh, so eine teure von L'Oreal. Ich glaube, die Farbe ist ein bisschen besser als die. Ich glaube, die ist ein bisschen, ja, die ist viel heller. Also die könnte passen. Da muss ich mal. Aber was, wenn ich jetzt hier am Arm wieder probiere, das ist ja nicht meine Gesichtsfarbe. Ich werde die definitiv testen. Ich überlege gerade. Ich wollte ja morgen mit meinem Mann und meiner Schwester und meinem Schwager, wollen wir essen gehen und tanzen gehen, dann könnte ich die gut mal testen. Liquid Metal, was ist das denn fürs Auge? Longer Lasting Cream Eyeshadow. Das ist so ein Glitterzeug hier. Ich persönlich habe noch nie ein Glitter-Eyeshadow ausprobiert. Ich nicht, wer weiß wie. Ich schätze mal hier drauf. Das ist aber eine schöne rostbraune Farbe. Gar nicht so schlecht. Lege ich mir mal an die Seite. Und noch eine Foundation. Auch ist die knuddelig. So was habe ich ja noch nie gesehen. Das ist eine Pinzette, Leute. Das ist eine Pinzette. Die ist ja so was von geil. Ich sehe die ja kaum, da kann ich ja keine Haare zupfen. Obwohl, ich habe ja so einen super Vergrößerungsspiegel. Geht, die zupft gut. Klar, da ist jetzt hier noch so ein Schutz. Aber die ist ja geil, super klein, die ist toll. Schön. Ja, aber noch eine Foundation von Milani. Kenne ich ja gar nicht. 2 in 1. Ist auch etwas dunkler als die andere. Muss ich mal da nochmal vergleichen. Könnte ähnlich sein. Also die werde ich alle mal testen. Und diese Woche probiere ich die mal aus. Und dann andermal werde ich die testen. Dankeschön, liebe Nadine. Also wunderbar.
Foundation, ja, muss ich jetzt auch mal wirklich austesten. Ja, wie gesagt, die beiden wandern weiter. Ich packe das mal alles wieder hier rein. Aber wie gesagt, tolle Sachen auf jeden Fall. Wow. Jetzt haben wir noch ein Kistchen, meine Güte. Meine Box ist auch zurückgekommen. Die ist schon ganz oft zurückgekommen, die war schon im Wanderpaket. Die hat schon viel gesehen. So, jetzt ist das leer. Machen wir mal die Box auf. Oh, Nadine. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Nadine ist verrückt. Oh Manometer. Ganz tolle Lidschattenpalette. Ich weiß jetzt zwar nicht wovon. Könnte das Revolution sein? Ich gucke mal. Indulgence. Revolution. Aber edel. Das sind so Creme-Eyeshadows. Habe ich auch noch nie probiert. Ich bin da ja mal so ein bisschen ängstlich, ne? Nee, das ist gar nicht Creme. Oder doch? Das sieht aus wie Creme, aber ist trotzdem Puder. Ich werde mal einmal einen Rotton nehmen. Nee, ist doch. Also doch, das ist jetzt hier zum Beispiel wieder. Also kommt das dann auf die Lippen oder wie muss ich das verstehen? Da. Aber, also das ist Puder. Das kannst du nicht erkennen. Du erkennst so nicht, was Puder ist, weil das ist Puder. Das ist, das müsste ich überall reinpacken. Da muss ich niemand durchtesten. Krass. Aber schön, schöne Farben. Also, aber ich denke mal, alle fürs Auge, ne? Ja klar, du kannst ja kein Puder auf den Lippen machen. Toll. Toll, toll, toll. Wow, wow, wow. Oh, ich sehe schon. Too Faced. Ich habe eine Zeit lang habe ich mir mal ja einige Too Faced Paletten gekauft und getauscht und. Und ich mag die ja von der Farbgebung, sind die so schön. Ich rieche jetzt nichts, weil ich nur La Vie Belle rieche. I can't smell. Aber die Farben sind schon mal wunderschön. Ganz toll. Habe ich nichts. Wow, Duoquo. Schauen mal. Ist doch wohl cool, oder? Oh, wow. Geilomat. Wow. Also der schillert ganz schön. Der sieht zwar jetzt aus wie so ein blauer Fleck, aber der schillert so ein bisschen. Wunderbar. Dankeschön. Total süß. Die habe ich noch nicht. Oh, der mein Finger. Guckt euch das mal an. Das Schimmer, der ist ja wohl hammer toll. Nee, so seht ihr das nicht. Auf jeden Fall Duoquo. Total toll. Ich glaube, den habe ich. Den habe ich, weil die liebe Claudia hat, also die liebe Claudia von uns aus der Trashy-Gruppe, also Juhu-Claudia nennen wir die, die hat mir das ganze Pinselset davon geschickt und dann habe ich ja folglich dann, ne? Also ich habe die noch gar nicht ausprobiert, aber den würde ich dann an jemand anders geben. Ich habe auch schon eine Idee, an wen ich den weitergeben könnte. Da weiß ich schon was, weil der wird dir sehr gut gefallen. Wunderbar. So, dann habe ich hier noch einen. Was ist das denn? Ich will den immer hochschrauben. Der ist von Beauty. Das ist, glaube ich, von Dings. So ein ganz kleiner. Was macht man denn mit dem? Ich meine, boah, der fühlt sich ja geil an. Wow, der fühlt sich ja ganz toll an. So schwubbel, schwabbel, schwibbel. Schwibbel, schwabbel, schwubbel. Wunderschön. Oh, toll. Stundenlang geht es doch rumstreichen. Oh, ist der schön. Der ist ganz, 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 ganz gebunden. Da kannst du überhaupt nicht zwischenpacken. Guck mal, da kannst du noch nicht mal zwischengucken. Oh, den. Weißt du was, was ich damit mache? Den nehme ich so abends beim Fernsehen und fummel da rum. Oh, das ist so beruhigend, ne? Oh, das ist schön. Ich brauche so einen komischen Gua Sha nicht. Ich nehme den hier. Boah, ist ja schön.
Oh, dann kann ich mich so richtig, oh, dann kann ich mich so selber beruhigen. Obwohl, ich bin ja nie aufgeregt, aber boah, ist der schön. Also den werde ich nicht verwenden, den lege ich an mein Bett. Nee, im Gesicht ist das nicht so schön, aber auf der Hand, auf den Fingerspitzen, so schön. Ist das schön. Boah, ist der geil. Ich muss mal aufhören hier, sonst höre ich gar nicht auf. Der ist toll. Ist wahrscheinlich so zur Meditation oder so. Toll. Was haben wir denn hier? Was ist das Niedliches denn? Ist das nicht cool? Boah. Oh, wie niedliche. Obwohl, mein Schlüsselanhänger, der ist zwei Fächer einmal. Hier kann ich was reintun. Da könnte man Tabletten reintun. Ein bisschen Geld. Genau. Den nehme ich am Wochenende mit. Packe ich ein bisschen Geld rein. Aber ich habe ja meinen Mann dabei. Und das Geld. Aber könnte man machen, ne? Und dann einfach einen Schlüssel machen. Und hier so ein Bimmelchen noch dran. Der ist ja toll. Den liebe ich. Der ist schön. Der gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Dann hier auch noch mit so Haltern so. Toll. So ein Puzzlemuzzle-Ding. Boah, ich glaube, ich brauche so was zum Puzzlemuzzeln hier. Oh, schön. Was haben wir denn hier? Nochmal Too Faced? Oh Gott, nochmal Too Faced. Nadine! Ich habe dir doch gar nicht so viele tolle, schöne Sachen geschickt. Und du schickst mir hier deine ganzen tollen Sachen. Boudoir-Eis. Auch schöne Farben. Aber sehr, sehr dunkel gehalten, ne? Aber wunderschön. Ich kann nur nicht sagen, ob der riecht, weil mein Lavie Belle, ich glaube, der riecht ein bisschen, ja. Riecht sehr gut. Also die beiden Farben gefallen mir ja ganz gut. Ja, hier der und der könnte man ja so ein bisschen kombinieren. Oder die drei hier, 1, 2, 3. Ich glaube, ich werde mich morgen mal wieder richtig schminken, also mit Augen, Make-up und so. Zum Ausprobieren. Dann haben wir hier noch einen Pinsel von BH. Was macht man denn? Das ist doch hier so wie für Blush, ne? Oder? Oder für Fallout? Keine Ahnung. Oder was macht man damit? Muss ich mal gucken. Ist der noch zum Aufdrehen hier? Nee, ne? Schön, gefällt mir aber sehr gut. Muss nur noch herausfinden, wofür der genau ist. Ach, guck mal, das ist ja sowas von Essence, sowas. Ich mag ja auch gerne diese alten Packungen von Essence. Ne? Ich denke mal, das ist eine ganz ältere LE. Magical Forest. Da steht auch irgendwo mal so ein Datum drauf. Also als ich auch vielleicht angefangen habe mit Schminke. Ne, das wird ja dann schlecht, ne? Ich habe eine Zeit lang ja auch für Essence-Theken gearbeitet. Also die habe ich dann Ware bestellt und so weiter. Aber da habe ich die auch noch nicht gesehen. Oh, die wird schon ein paar Jahre alt sein. Aber finde ich schön, so die. Ach, so alte Erinnerungen sind immer toll. Ich wünschte, ich hätte noch Schminke aus meiner Zeit. Die Farben, die sind jetzt gar nicht mehr so modern, ne? Aber die kommen ja immer mal wieder, ne? So ein dunkles Lila da oder so ein matte Braun. Aber schön. Dankeschön. So, jetzt packe ich mal langsam wieder. Oh, 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 die hat wieder. Was hat sie denn hier alles abgegeben, Nadine? Revolution. Das sind meine Farben. Die mag ich sehr gerne. Die kann man dann auch sehr gut mischen mit diesen so ein bisschen und auch mit diesem Gold. Ne? Gold, Silber, Braun. Wunderschön aus. Aber wenn die so neu sind, dann traue ich mich nicht daran. Dann bin ich mal... Ah, nee, ich mach lieber nicht. Oh, die ist auch schön. Die ist auch schön. Oh, die hat einen ganz schönen Goldton. Und hier... Der gefällt mir sehr gut. Der gefällt mir auch gut. Der auch. Aber das sind zu viel Glitzer. Da müsste man so ein bisschen was Neutrales dazwischen machen. Ich werde mal morgen experimentieren. Wenn ihr ganz lieb seid, zeige ich euch das. Aber dann vielleicht nur in meinem Status. Genau. Dann haben wir hier noch eine Palette von Essence. Never give up your daydream. Genau. Niemals deinen Tagestraum abgeben. Das sind so Pastellfarben. Ob ich die benutzen werde, glaube ich nicht. Aber die werde ich mal aufbewahren. Wer weiß wofür, ne? Ansonsten wird es irgendwann mal weiter wandern. Aber erst werde ich sie mal aufbewahren. Ne? Weil ich ja so dunkel bin. Warum nicht? Aber wie gesagt, ich mache ja nicht so viel, ne? Ich traue mich einmal nicht.
Aber wird mal Zeit. Ich habe so viel Lidschatten, das muss dann sein. Bulgaria Omnia, eine Bodylotion. Omnia, den Duft kenne ich auch. Aber ich, boah, tut mir leid, ich rieche hier wirklich nicht viel. Hier riecht auch alles. Da oben hin drin. Ja, der riecht ganz gut. Der riecht mal ein bisschen herber, ein bisschen stärker, ein bisschen würziger, ein bisschen tiefer in der Duftgebung, wenn ihr versteht, was ich meine. Der wird mal getestet, wenn ich noch gar nichts rieche. Natural Eyes, auch wieder Too Faced. Es sind mir jetzt 3 Too Faced Paletten gegeben. Wenigstens sind sie gebraucht, das ist schon mal gut. Und die haben ja wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Farbgebung. Ich swatch noch mal einmal den hier. Schaut euch das mal an. Upsa. Ja, hallo. Hallo, hier bin ich. Wieso seht ihr das nicht? Hey. Wieso seht ihr das denn nicht? Ich sehe das doch. Ja, nicht so ganz stark, aber... Ja, aber ich sehe es auf jeden Fall sehr gut. Auf jeden Fall auch sehr schimmerig. Also da muss ich mich jetzt mal durchtesten. Ich glaube, das ist so eine Edition. Wunderschön. Gefallen mir beide sehr gut. Und dann noch natürlich diese kleine Foodcake hier. Ganz, ganz toll. Ganz niedlich. Also wenn ich Platz hätte, würde ich die irgendwie ausstellen, weil die Too Faced Paletten sind wunderschön. Also liebe Nadine, tausend Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann noch dieses Parfüm. Bist du eigentlich wahnsinnig? Mensch, ich bin total überwältigt. Und ich bin verliebt. Richtig verliebt. Ich habe mich verliebt in diesen Pinsel. Also irgendwas stimuliert der bei mir, was mich total beruhigt, wenn ich da so reingehe. So super weich wie so ein Katzenunterbauch. Die Katzen haben doch am Unterbauch so ganz weiche Pflaumhaare, ne? So fühlt sich das an. Ganz, ganz weich. Ich habe gedacht, dass ich mal so bekloppt bin und einen Pinsel streiche. Also ehrlich. Kosmetik-Sucht macht was mit dem Kopf, mit einem. Aber wie gesagt, den lege ich mir in mein Bett. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Paket. Meine Stimme wird jetzt langsam schwach. Und liebe Nadine, ich sag dir, schick dir gleich noch eine Sprachnachricht. Und euch empfehle ich wirklich unbedingt, schaut mal bei der Nadine vorbei. Die macht das auch mit so viel Liebe und so viel Herz. Und die ist auch so in ihrer Duftbeschreibung oder in ihrer Farbbeschreibung und was sie da alles hat, total präzise. Guckt da mal unbedingt rein. Also das ist so schön und ja, ich kann wirklich nur tausendmal Danke sagen und bin froh, dass ich dich kennengelernt habe und schön, dass es dich gibt und auch schön, dass es euch alle gibt. Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, habt euch alle lieb. Genießt die schönen letzten Tage noch. Es wird jetzt kalt, dann müssen wir wieder heizen und dürfen nicht. Ja, ihr Lieben, fühlt euch ganz dolle gedrückt. Ich hab euch alle lieb und...